wenn ich den an den eigentlichen Kühlwasserablauf und ich verschließe meinen eigentlichen Kühlwasserzulauf mit dem Stück Schlauch, das uns hier sowieso dabei ist. Ich klemme ja das meist hier oben rein. So, dann ist das verschlossen. Ich fülle wieder Wasser ein. Diesmal kann ich den Kühler richtig voll machen. So, ich fülle das mal gerade hier um. So, und jetzt kann ich das im Prinzip wieder einen kontinuierlichen Ablauf machen. Ich öffne den Hahn, ich muss ihn ja auch nicht ganz öffnen. Und kann jetzt hier immer kaltes Wasser nachgießen. Das Wasser steigt dann hin nach oben und läuft mir hier immer wieder ab. Kann es zwischendurch mal verschließen. Kann mit Eiswürfeln arbeiten, wie gesagt, wie ihr möchtet. Das gefällt mir eigentlich am besten. Weil ich das warme Wasser ohnehin oben habe, ich lasse den Kühler nicht leer laufen. Das hat einen kleinen Nachteil, denn in dem Moment wird ja doch alles sehr heiß und meine Destillation ja, stoppt zwar nicht direkt, aber ich kühle in dem Moment, einen kurzen Moment, den Dampf nicht ab. Das passiert hier nicht. So, das waren meine Tipps zum Thema Kühlen. Das gilt nicht nur für die Arabia, das geht mit jeder Destille, die einen Kühlwasserzug und Kühlwasserablauf hat. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich destille mir jetzt meine Zitronenschalen, die ich gesammelt habe. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Dankeschön.